Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir sind wieder in unserem neuen Questgebiet. Den. Wie heißen sie denn jetzt hier überhaupt? Verderbte Ödlande. Die Verderbten. Ja, wir sollen. Los Spionos, Killos, Tötos, weil Aldivalos, Lutos. Die müssen ganz geheime Gewürze haben und die soll man denen entlocken. Aber irgendwie haben sie die nicht für uns. Soll er doch. Hole die Gewürze des Kochs von Söldnerspionen. Naja, irgendeiner wird es wohl hier droppen. Schauen wir mal. Ein aufwendiges Gewürz. War das jetzt schon die Quest? Ah, ich muss schon wieder. Nee, geht Gott sei Dank nicht. Da war schon einer vor uns dran. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Danke. Danke. So. Nächste Station. Sollten wir die Quest nicht eigentlich da abgeben oder müssen wir die hier abgeben? I believe. Oder müssen wir da mehrere Sachen? Erhalte Salzflasche. 8 abgeschlossen. Sammle Rohsaft. I'm a little bit verwirrt. Hole die. Achso, das sind mehrere Sachen. Okay. Dann Explorer jetzt nicht mehr a little bit verwirrt. Dann machen wir weiter. Ja, letzte Folge waren wir ja Enos Versteck nochmal. Asche über mein Haupt. Hab ja dann leider das Mount, was drin war, gekillt, weil ein bisschen abgelenkt war. Hab's aber auch nicht im Bestiarium gefunden. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Wieso kämpfe ich eigentlich wieder auf dem Mount? Wollte ich doch gar nicht. Ich meine, geht zwar schneller, aber na, egal. Jetzt machen wir es eben. Ja, der Kontrollstein ist jetzt natürlich abgelaufen, weil, wie gesagt, letzte Folge, wir haben nicht gezähmt, also. Braucht man auch keinen Kontrollstein usen. Habe ich ihn jetzt gemacht? Wollte ich gar nicht. Jo. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden. Habt ihr euch schon die guten Vorsätze fürs neue Jahr parat gelegt? Wenn nicht, hopp hopp. Na komm. Was droppen die denn? Hole den Hammer des Schmieds. Wer von euch hat denn hier einen Hammer? Er nicht. Ja, irgendeiner muss ihn doch haben. Was hier? Hier müssen wir was looten. Da sind wir dabei. Das ist prima. Stimmt, Karneval ist ja auch bald wieder jetzt, wa? Wo ich da persönlich nicht viel mit am Hut habe. Guten Tag. Keiner hat den Hammer.
Das geht so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Was? Das Pferd macht komische Geräusche, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich hatte eben zwischen der letzten Aufnahme und der hier auch, war ich ein bisschen AFK. Hab dann aber mich ziemlich eng hier oben an so eine Felswand und hatte die Lautsprecher dann an und dann hörte ich diverse komische Geräusche. Bin dann ganz panisch zum PC gerannt, weil ich gedacht habe, hier hast du vielleicht doch einen Mob gepult. Nö. Mein Gaul macht komische Geräusche. Hey, wo ist der Hammer? Ein Schwertkämpfer, der könnte doch einen Hammer dabei haben. Aber nicht für uns. Ups. Oh. Oh, ein Heiler. Ungünstig. Ungünstig. Deswegen. Okay. Okay. Ein altes Schneefläschchen. Rezept für Rindfleischsuppe. Ja. Was hat denn unser Freund für attackiert Feinde mit Eismagie und Walzenfüßen? Bündelt Energie, um Bewegungsgeschwindigkeit zu verbessern. Bewegungsstärke für 30 Sekunden um 15%. Kommst du mal hier? Hatte doch gerade noch nicht so ein gelbes. Ja, ich frage es gar nicht. Oh, er lässt uns ein paar Mobs killen hier. Oh, hinter uns ist Respawn, ich höre es. Was? Okay. Boah, ich krieg hier nur Kochrezepte. Nur Kochrezepte. Dabei muss ich zu meiner Schande zugeben, ich kann gar nicht so gut kochen. Selbst mit Rezept kriege ich es meistens nicht hin. Wir killen und killen und killen. Immer drauf hier. Also, kann man noch nicht benutzen. Okay. Ist die ganze Familie zusammen hier? Du sollst nicht sterben, Kollege. Kein Loot. Okay. Aber ich glaube, wir stehen ziemlich ungünstig hier.
Oh ja, glaubst es? Finde Hinweise über verdächtige Söldner. Wo denn? Wo soll ich denn hier Hinweise finden? In einer Wüste. Soll wohl hier sein, da. Nein, lass mich in Ruhe. Ja. Schlabups. Na? Jetzt geht's aber ab hier. So. Was sollen wir jetzt hier noch machen? Warak, Wachenberater, verdächtiger Bote, Barack Obama. Was? Where is denn our special friend? Oder jetzt müssen wir da nur die Quest. Er holte Fuchsfleisch. Erhalte Fuchsfleisch. Okay. Happy Holidays, ja. Die sind für mich leider übermorgen vorbei. Dann muss man wieder arbeiten. Oh, Gleise. Ob hier auch ein Zug fährt? Du. Wieso gibt es hier kein Loot? Ich habe den Fuchs gekillt. Dafür nehme ich mir einen Smaragd mit. Oder auch nicht? Das war wirklich sehr trostlos hier, ne? Wenn wir so ein bisschen in den Horizont schauen. Eine Sandklapperschlange. Kann man die bändigen? Nein. Hätte ich gemacht, wenn es ginge. Ich hätte mir eine Schlange gezähmt. Unser erstes Fleisch. Jo, dann denen wird wahrscheinlich auch nicht viel Fleisch dran sein, ne? Hier eine Wüste. Wovon wollen die sich großartig ernähren? Jetzt geht's ab, Exploratenlauf. Was sagt denn unser Inventar? Gnadenlos überfüllt. Ein bisschen können wir verkaufen. Aber so viel jetzt auch nicht. Das kann eigentlich mal weg hier. Ne, Premium-Futter war ja fürs Level. Nein, das lassen wir mal. 6 Stunden, 12 Stunden. Das kann weg. Kollege Fuchs? Vier von acht. Was soll das sein? Das auch wieder so ein toter Drache sein? Lass uns mal überraschen. Vielleicht kommen wir innerhalb der Quest-Hubs da mal vorbei, damit wir uns das aus der Nähe anschauen können.
Jo, drei noch. Da ist der Zug, von dem wir schon gesprochen haben. Was bist du denn da hinten? Zeig dich mal von vorne. Das ist echt eine Miezekatze. Mit einem Bimmel, mit einem Glöckchen um den Hals. Aber braucht man ein Segel für. Stufe 44 Elite. Aha. Joa. Miezekatzen finde ich cool. Ich weiß, ich habe einen komischen Geschmack. Ja, ist gut. Ich weiß. So. Da sind noch ein paar Füchselis. Werden danach wieder Schlangenfleisch haben. Eine noch. Fertig. Okay. Dann wollen wir mal Quest abgeben. Mal hin, da, ne? So, Hauptquest gleich. Hello. Ja, das haben wir aber jetzt gerade gelöst, mein Freund. Danke. So, und die Hauptquest. Verdächtige Boote abschließen. Diese Nachricht ist kodiert. Moment, ich kenne diesen Code. Mit Bartolo Ältester von Azaik sprechen. Die Chiffre der gefallenen Legion. Die Söldner werden also von der gefallenen Legion unterstützt. Das erklärt, wie sie sich mit den Gargoyles koordinieren konnten. Schnell, schafft diesen Brief zum Dorfältesten. Er könnte wissen, wie wir ihn entschlüsseln können. Okay, machen wir. Aber dann wieder erst in der nächsten Folge. All dieweil, wir sind. Hallo? Hilfe beim Bau. Krieg ist für alle schlimm, aber wir Bauhandwerker sind diejenigen, die, das haben wir in der letzten Folge schon gelesen, treibe ausruhende Arbeiter zusammen. Und wir kriegen eine Stufe 50 Extraktor und ein Gold. Alter, was ist los mit denen? Gold als Questbelohnung geht nicht. Mal eben für eine Quest 5 Siegelsteine. Puh, krieg ich Gänsehaut. So, wir haben genug Materialien im Lager gesammelt und jetzt brauchen wir Leute, die uns beim Wiederaufbau helfen. Als wir angegriffen wurden, verstreuten sich unsere Arbeiter in alle Winde, um Schutz zu suchen. Ich möchte, dass ihr sie zusammentrommelt und zurückbringt. Teilt ihnen mit, dass es sicher ist, zurückzukommen. Zumindest sicherer. Ja. Bitte. Ja, das hoffen wir auch. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Okay, meine Lieben da draußen, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ruhig, Brauner, ruhig, Brauner. Ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.